So, herzlich willkommen in Bad Brückenau, Bayern. Und aktuell 17 Uhr an einem Montag, nicht viel los. Wir schauen uns das mal genauer an. So, wir befinden uns jetzt hier so ziemlich am zentralen Rathaus. Und genau wo ich in Steinau war, da waren ein paar Leute draußen. Hier ist auch nicht viel mehr los. Ich habe es davor schon gesagt, wir haben jetzt genau 17 Uhr am Montag. Normalerweise sollte hier ein bisschen mehr los sein. Und es tut mir natürlich auch irgendwie leid für die Geschäfte, die hier sind. Wie ihr seht, gibt es einige Restaurants, Bars und sind nicht so gut besetzt. Vielleicht täuscht es auch, vielleicht ist es sonst anders. Ich will auch kein falsches Urteil hier über die Stadt fällen. Schauen wir uns mal an und wir gehen jetzt wieder vorwärts. Ihr kennt das schon. So, Bad Brückenau, das liegt ungefähr knapp 40 Kilometer südlich von Fulda, kurz hinter der Grenze zu Bayern, und wir suchen jetzt hier gerade nach irgendwelchen schönen Sehenswürdigkeiten und melden uns gleich zurück mit ein paar Infos. So, wir sind immer noch auf der Suche nach dem Kurpark, den es hier geben muss, weil auf der Tafel habe ich ihn gesehen. Wie ihr seht, ich bin mir nicht sicher, ist es hier der Kurpark? Wenn euch hier auskennt, sagt mir Bescheid, ansonsten bin ich noch auf der Suche und wir laufen mal einfach ein paar Meter rein. Hat sich spontan ergeben, Bad Brückenau zu besuchen. So, ein paar Meter weiter in diesem Park hier, wo ich nicht weiß, ob es der Kurpark ist, eventuell, ist so eine Art Wasserspielplatz oder ein paar Wasserspiele. So, und jetzt sind wir hier bei dem Wasserpark. Und mal ganz ehrlich, wie hässlich kann ein Wasserpark sein? Das ist kein Disrespekt, aber schaut euch mal um, das sieht wirklich hässlich, ungefleckt aus und dann noch so ein Schild hier hinhängen. So, überhaupt kein Vibe, überhaupt kein Flair. Richtig kalt, nicht cool. Macht was hier, Stadtbauer. So, ich meine, das Schild kann man auch woanders hin machen, an die Seite oder so, ein bisschen auf locker, aber so hier so reinballerndes Schild muss nicht sein. Wir gehen weiter nach vorne. Bad Kissing, 6500 Einwohner, liegt 350 Meter über dem Meeresspiegel und ist ein anerkannter Kurort. Nicht Kurort, Kurort. Also was man hier auf jeden Fall kann, ist viel laufen, viel wandern. Hier ist viel grün um mich herum. Da können wir mal schwenken. So. Und die ganze Zeit ist hier zu meiner Linken eine Eisenbahnschiene. Eine Eisenbahnlinie, die hier früher gefahren sein muss. Habt ihr jetzt nicht recherchiert, könnt ihr selber machen. Die Eisenbahnlinie hier, die geht auf jeden Fall die ganze Zeit, wo ich hier gelaufen bin. Hier ist immer noch die Eisenbahnlinie. Hier ist noch ein altes Stück der Brücke erhalten, wie man sieht. Und im Hintergrund, ihr seht hier die ganze Zeit dieses Gebäude. Das fasziniert mich. Also ich mag ja Hochhäuser. Bin ja nicht abgeneigt. Ich komme ja auch aus einer Großstadt ursprünglich. Und meine Frage ist, ist es ein Seniorenwohnheim, Krankenhaus? So, mit so viel guter und frischer Luft melden wir uns zurück und gehen jetzt hier über das Feld, über die Brücke da rein und dann hoffentlich kommen wir dann hier an dem Hochhaus wieder raus, was da hinten in der Ferne ist. So, das war's von mir in Bad Brückenau.
Ihr habt es selber gesehen, macht euch euer eigenes Bild. Und ich sage bis zum nächsten Ort oder in der nächsten Stadt. Bye bye, Bad Brückenau.